Weiter geht's hier bei Paper Mario The Origami King. Willkommen zurück. Quelle oder Quell des Urwalds sind wir es. Aber vorher haben wir noch so ein kleines, verborgenes Minispiel gefunden, sag ich mal. Irgendwie müssen wir hier Memory spielen. Okay, Schuhe. Bevor wir gleich weitergehen. Oh, die kriege ich sogar. Nice. Wir müssen ja noch zu zwei Quellen. Vielleicht schaffen wir heute hier durch den Urwald. Ja, gib mir ein Herz. Ist wahrscheinlich nur zum Aufladen, ne? Oder ist das KP plus? Ne, zum Aufladen. Und Jackpot noch einmal dazu. Da stand irgendwas greifen. Yes. Nice, Schatz noch. Ich setze jetzt mal hier auf Schatzsuche. Bowser Jr. Hey, das bin ja ich. Nur weniger zerknittert. Und ich mache da bestimmt gerade irgendwas Cooles. Ja, sieht so aus. Geheimen Weg gefunden. Hat sich gelohnt. Aber wir gehen nochmal zurück. Ja, da war noch so ein Busch, den habe ich weggemacht. Kam diese Piranha-Pflanze raus. Aber ich wollte noch schauen, was wäre, wenn wir links gegangen sind. Da ist nämlich noch ein Loch, das wir stopfen können. Weil ich ihm noch mal nachschauen. Ansonsten ist jetzt hier nichts. Hier ist der Baum umgekippt. Und dann können wir jetzt weitergehen. Ganz, ganz ruhig, Biene. Kann ich ihn hier besiegen? Oh. Indem wir uns aufessen lassen. Wir laufen weiter, genau. Hier waren wir ja schon. Ich hatte ein paar Kämpfe. Und macht dann hier den Weg auf. Aber so weit noch laufen, ey. Dock dich! Ein Kettenmund. Das war das immer im Gebüsch oder was? Hilfe, was war das denn? Hat das die ganze Zeit im Gebüsch geraschelt? Oje, Mini, so ein Glück, dass ich das nicht wusste. Oh, Kettenhunde, König Bowsers teuerste Untertan. In höhnischer Missgestalt aus Pappmasche. Davon muss ich unbedingt ein paar für seine Biestigkeit bestellen. Da wird er sich freuen. Aber fürs Erste sollten wir eine Begegnung vermeiden. Ein Biss und es wäre nur noch Schnipsel vor uns übrig. Das war sehr knapp. Nichts Geheimes mehr hier. Ja, auch. Speichern, na, nice. Noch lange nicht bei der Quelle. Links, rechts oder geradeaus. Eine Aussage, also. Wir könnten ein paar Schilder entstellen. Drei Wege, was wollen wir da tun? Wir gehen hier lang. Da wäre auch mein Tipp. Einfach aufs Geratewohl. Noch nie sauber. Wenn die Reifläche belegt wäre. Alles andere wäre töricht. Ich weiß nicht, ich sage geradeaus. Kann man hier vielleicht irgendwie was erkennen? Nee, ne? Nein, wir gehen geradeaus. Ja, komm. Augen zu und durch.
Wenn das mein Papa sieht, ja, ne? Hab kein gutes Gefühl. Klein Müll, wenn die Steine da nicht wären, wäre das hier total der richtige Weg. Blöde Steine. Ich hab's doch gleich gesagt. Ja. Weil wir falsch gegangen sind, müssen wir jetzt kämpfen. Ja. So schnell kann es gehen, wenn man auf den Feind hört. Ich werde jetzt noch den falschen Weg nehmen. Weiß nicht. Wir gehen links, komm. Nein, wir reden nicht viel, wir gehen einfach. ...50% richtig zu sein. Oh. Boah, lauf! Zu spät. Wow, so schnell Game Over gegangen. Krass. Ich glaube, links ist dann der richtige Weg. Müssen nur noch schnell abhauen. Und deswegen gehe ich jetzt erstmal noch rechts. Ich werde wahrscheinlich wieder sterben. Let's go rum. Olivia, du weißt doch immer, genau, du hattest immer guten Instinkt. Einmal hat es falsch, einmal hat es richtig. Oder links und rechts könnten richtig sein. Oh, wir sind da. Nein, verzeih mir mal, ich war mir wirklich super sicher. Ja. Das ist Pech. Keine Chance mehr abzuhauen, ne? Habe ich mir schon gedacht, dass da falsch ist. Wir waren auf dem richtigen Weg, mussten aber schnell abhauen. Ich bin einfach stehen geblieben. Ja. Das ist ja auch einmal richtig und einmal falsch, also. Ich jetzt aber mache ich Lauf. Aber wie die gut ausweichen, ne? So. Boah, Lauf, ey. Das reicht. Oh ja. Hängt er fest? Hilfe, seht euch diese entsetzlichen Monster an. Nein, ich kann nicht mal hinsehen. Es ist einfach zu furchtbar. Und das also war das Raschönske. Du liebe Güte, für das Maul dieser Monstrosität finde ich keine Worte. Komplett außer Kontrolle und greift sicherlich jeden an, der sich ihm nähert. Doch für den Moment sollten wir sicher sein. Nö. Seht ihr? Es klemmert unrührbar unter diesem riesen Ast fest. Weichen wir rasch von hier, ehe sich seine Verklemmungen noch lösen. Okay, wir können nichts machen. Ist hier noch was? Ja, hier war der falsche Weg. Dann schnell zur Quelle. Ach, wie kommen wir dann zurück? Ach, über die Brücke, ne? Hm. Endlich, wir haben es hinüber geschafft. Jetzt bin ich erleichtert. Ach, wie bin ich doch reif für ein hübsches, entspannendes Bad im Grün. Oh, aber bevor wir aufbrechen, du hattest jedes Mal recht mit dem Weg, Kamek. Ja, sogar jedes Mal, ne? Stimmt das? Es war einfach großartig. Ja, voll komisch. Hast du eine Zauberbrille auf, du Schummel? Zauberei, Schummeltricks, ich muss doch bitten. Ich erkannte, dass euer beider Beschlüsse auf albernste Unlogik
Fusten und tat das Gegenteil. Was logischerweise Logik bedeutete. Solch knallhartes Kalkül war stets mein bester Begleiter im Leben. Das und selektive Rückzüge zur Konfliktvermeidung. Ach, und Talent fürs Verstecken. Verstecke finden. Ja, komm, auf geht's zur Quelle. Heißt das dann nicht, dass wir dir immer die Lösung vorgegeben haben? Nicht falsch gewählt, hättest du doch gar nicht das Gegenteil davon tun können. Ha, da hat sie dich erwischt. Erstmal noch schauen. Ja, hier ist nichts. Wir haben einen Block. Er kommt da nicht hoch, ey. Das ist ernsthaft. Kurzwarm. Ach, das ist. Ist das irre? Ich habe schon einige Riesenbäume gesehen. Gar nicht lange her, aber das ist der größte von allen. Ja, sehr erbaumlich. Doch schaut mal, dort am Himmel. Ist das nicht noch ein Baum? Und es fließt Wasser davon hinab. Fast so, als würde dort ein heißer, erquickender Quell sprudeln. Wie sollen wir denn da hinkommen? Es ist ja fast so, als wollte jemand nicht, dass wir zu der Quelle gelangen. Vielleicht könnten wir die Lage von einem höheren Gelingort besser überblicken. Leider hängt die Leiter etwas zu hoch. Hey, wenn ich nur nicht von solch kleiner Statur wäre. Ach, für mich bist du der Größe, Kamek. Trotzdem, wie sollen wir nur an diese Leiter herankommen? Hochspringen? Greifarm vielleicht? Da komme ich nicht hoch. Hier rechts? Aha. Oh. Reicht das ja, ne? Wird ja gar nicht leer. Musste ja richtig sein. Das sind ja keine anderen Sachen. Alles voller Löcher hier. Ach, hier geht's auch. Oh, okay. Erstmal die Truhe. Ein Stempelhäuschen. Hm. Doch, mein Beutel wird doch leer. Nein, hau ab. Oh, Moment, Moment. Ich habe gesagt, hau ab, ey. Ja, ich komme schon wieder, ja. Eins und zweimal noch. Perfekt. Mit Eisenstiefel kann ich sogar draus springen. Am besten bei dem hier. Okay, Eisenstiefel lebt noch, sehr schön. Kaputt. Sagenhafte Stiefel. Scheiße Stiefel überhaupt, trotzdem nichts für Stacheln. Ja, das ist gut. So, ich komme mir ja gar nicht lang. Kommen wir eigentlich jetzt hier zur Quelle? Eine weitere fällt ja auch noch an. Aha. Kollapilz. Geht's runter? Da geht's hoch. Nein, noch. Ach, Quell des Urwaldes gestopft. Gut. Speichern. Das heißt nichts Gutes. Ein Bosskampf? Oder ähnliches? Ja, irgendwas muss kommen. Hm. Lauf.
Tafeln links. Vielleicht alle Fragezeichen? Das ist ja nice. Oh yes. Dann geht's noch weiter links. Da geht's auch weiter. Oh yes. Carmen. Cool. Hey, das ist ein Wunder. Endlich ein Zeichen der Wertschätzung für meine endlose Knechtschaft. Die Erinnerung daran wird mich durch weitere unerträgliche Jahre der Frohn bringen. Und auch 100%. Sehr hoch, ne? Fuck! Kamek, du Feigling, Leute. Oh! Oh, oh, oh. Ah, sogar klettern kann das Ding. Ist man jetzt nicht mal mehr auf Bäumen sicher? Wenn man all das auf sich nehmen muss, nur um zur Quelle zu gelangen, dann ist dieser Wald kein besonders freundlicher Ort. Kamek, du gemeiner Fiesling, wieso läufst du einfach weg, ohne uns was zu sagen? Hätte es ja mal ängstlich quietschen können oder so. Ah, pardon, das war einer meiner vorhin erwähnten selektiven Rückzüge. Dabei gilt es, keine Zeit zu verlieren. Doch wir ziehen uns sozusagen alle an einer Luftschlange. Auch nörgelt ihr nicht ständig an mir rum, wie manch andere. Ich gelobe als so Besserung. Oh, in Ordnung, das war ja einfach. Vielleicht solltest du in Zukunft mein Saubermeister sein. Kamek, putz mein Schloss. Gefällt mir. Ja, hau ab. Oh, die arme Pflanze, Alter. Die hauen einfach beide ab. Geil. Spring, drück A. Was für ein Entkommen. Als ob die so weit springen können, ja. Ich hatte so viel Angst, dass ich Kamek's selektiven Rückzug auch mal ausprobiert habe. Hehe, eine ungemein patente Survival-Technik, die man schon bald nicht mehr missen möchte, nicht wahr? In jedem Fall haben uns unser kopfloses Türmen sowie Marios beherztes Manöver wohl gerettet. Wir sind am Ziel. Was für eine Quelle. Quelle des Urwaldes. Perfekt gegen Schmutz und Flecken. Oh, das sind ja Gäste. Hey, hallo, kommt mal rüber. Zu gern würde ich euch in unserem fabulösen Quelle des Urwalds willkommen heißen, aber der liegt leider trocken. Der Stöpsel für den Ausfluss kam nämlich abhanden. Tja, und daher ist leider gerade Essig mit dem Baden. Das ist ja eine Unverfrorenheit. Reißende Hängebrücken, reißende Dschungelbestien und nun das. Ich lege meinen unfreiwilligen Dienst mit sofortiger Wirkung nieder. Mario, finden wir den Stöpsel, dann nehmen wir ein Bad und entfliehen von hier. Einfach unterspringen. Oh. Mir gerade irgendwie panisch vor. Palmen, immer eine gute Wahl zu Schlangen. Hi. Wollt ihr runter von der Insel? Nein. Komm ich ja nicht mal hoch. Dahinter geht's, ne? Hier ist auch noch was. Na, wer bist du? Sucht ihr auch einen Badestöpsel? Hier ist er schon mal nicht, aber irgendwas an diesem Stück, Wiese, kommt mir komisch vor. Und ein Kampf gibt's wahrscheinlich nicht. Doch, da oben ist er. Gibt's hier vielleicht noch was anderes? Ja, schlagen.
Ah. Gefunden. Da auch für mich. Hammer den rein, sehr schön. Spitze, das habt ihr gut gemacht. Dann kann ich mir diesmal den Betriebsmittelantrag ja sparen. Das Becken dürfte bald voll sein. Schlag einfach etwas Zeit tot und tut, was euch Spaß macht. Okay, wir warten einfach. So, der Quell ist voll. Es darf gebadet werden. Verzeihung nochmal für na irgendwie alles. Na dann, let's go. Juhu. Endlich mehr mit dem Dreck. Und hinterher will ich eine Schaumpolitur für meine Klonkotsche. Jawohl. Rob. Ey, Junge, wie schmutzig seid ihr denn genau? Bleibt ja äußerst lange auf Tauschstation. Tada, na, wie sehe ich aus? Ein Traumergebnis. Das ist ja eine Heiligungswirkung, wie aus der Reklame. Ich bin so froh, allein der Gedanke, euch eurem Herrn Vater Schlammel und Verschmutz zu präsentieren. Oh, um nicht zu sagen, ah, du siehst so gut aus, wie ich mich gerade fühle. Habe ich schon erwähnt, wie weich meine Falten jetzt sind? So weich. Das freut mich für dich, Olivia. Gut, wollen wir dann so langsam das Bad verlassen? Oh, eine Minute noch. Ja, ja, ihr seid geheilt. Euer Farbenkleid ist an giftig greller Brillanz nicht mehr zu überbieten. Nicht aufbrechen? Nö, keine Lust. Hier gefällt's mir. Ich will noch mal. Hm. Ja, sputtert euch doch. Zu lange sparen soll doch der Haut schaden. Soweit ich... Wie seht ihr nur aus, Junge? Nach alter Arbeit, alter Mühe, euch zu kurieren. Und nun seid ihr fall wie packungsfrisches Butterbrotpapier. Mir so komisch, Garmek. Ich habe gar keine Lust auf Kämpfen. Noch nicht mal Lust auf irgendwas zu haben. Das Bad hat euch nicht nur die Farben weggebleicht, sondern jeglichen Elan gleich oben. Welch Unheil. Mit diesem Quell zu verdanken haben. Unheil und einen porentief reinen Tau. Puh, nun ja, anstatt uns selbst noch die Farbe aus den Äuglern zu weinen, sollten wir wohl lieber aufbrechen. Es sind nach wie vor die Knicke des jungen Herrn kurieren. Nicht den Stempel für das Catch vergessen. Ich will jetzt nicht mehr baden. Papa badet nur einmal im Jahr und dem geht's dufte. Ah, schleppt mich einfach hin. Ich endlich sauber genug für meine Keilerei bin. Ja, da habe ich ihn zu viel gebadet. Stempel nicht vergessen. Katsching! Nummer 3. Schauen, ob wir den vierten Stempel auch so lange brauchen werden oder ob es rasch geht. Wir wollen runter, ja. Juhui. Ach gut, sind wir hier auf der Seite. Kehren wir zurück. Speichervorgang. Das war mein Abenteuer. Was ist hier links? Eine Truhe mit Schatz. Wasserbottische. Und ich nehme ich auch mit. Gut. Drei Quellen haben wir besucht. Quelle Nummer 4 gibt es dann beim nächsten Mal. Mal schauen, was uns dort noch so erwarten wird. Ich bin echt gespannt. Bis dann. Herzlich fürs
Bleibt fett im Schild und ciao.